hier klein an. Ich will jetzt nicht lange reden mit Joseph Haydn. Joseph Haydn hat 6 Sonaten geschrieben, 1780 sind sie erschienen. Und er hat sie den Augenburger Schwestern gewidmet, also auch KlavierschülerInnen, und streitet darüber, ob die Widmung von ihm kam oder später sozusagen auch dazu gedichtet wurde. Und wir hören jetzt ein, und zwar einen Satz Allegro, Sonate Nummer 50 in D-Dur. Und der wird gespielt von Laetitia Hahn. Laetitia ist zauberhaft. Laetitia hat heute ein Kleid an, und wenn sie sich dreht, super. Und Laetitia wird im September 9 Jahre jung, und zu dem Vorfeld frage ich die immer. Und jetzt halte ich fest, die Frage war noch, was fällt dir beim Klavierspiel schwer? Antwort von Laetitia, leichte Stücke spielen. Ausgezeichnete Kinder. Wir fangen an mit Laetitia Hahn. Thank you.
Ja, Laetitia, du musst den Rahmen, ist interessant, aber also stellt mir die Frage und sagt, wenn wir eben nach vorne gehen, welche Klasse gehst du? Dritte, vierte, Laetitia. In welche Klasse gehst du? Fünfte, sechste und siebte. So, jetzt stellt man natürlich die Frage, was heißt das? Also, fünfte Klasse, welches Fach? Und fünfte, sechste, siebte? Was? Welches siebte? Englisch, Latein, Griechisch. Ja. Aber Laetitia fällt auch gerne schön. Ja. Wir haben nämlich einen Deckel gemacht. Also in der Skihalle. Bisher war es die Skihalle, ne? Ja. Und wenn du mal groß bist, und dich dann noch an mich erinnerst, dann fahren wir beide Ski. Ja. Was machst du im Urlaub? Ich stelle eine Frage. Heute Abend gibt es Fußball. Laetitia, wer will?